haben es jetzt schon wieder Donnerstag. Und zwar haben wir 9.09 Uhr. Der Kleine und ich sind circa seit 6.30 Uhr wach und ich war schon unterwegs. Denn es gab im Lidl neue Klamotten und meine Mutter wollte da ein paar Sachen haben und muss aber arbeiten. Und deswegen hat sie mich gefragt, ob ich ihr die Sachen nicht besorgen könnte, weil die sind ja immer sehr, sehr schnell vergriffen. Und ich fand die Werbung auch sehr schön. Also erstens dachte ich an eine kurze Hose und an diese schwarze Bluse. Genau, und vielleicht noch an das Top. Bin hingefahren und jetzt hat sich herausgestellt, dass es nur die langen Hosen, die kurzen Hosen, die Jumpsuits, die Kleider und die T-Shirts gab. Und der Rest ist anscheinend alles irgendwie online, was ich auch nicht ganz verstanden habe. Weil ich habe das irgendwie nicht so gesehen im Prospekt, aber ist ja jetzt auch egal. Ich weiß noch nicht, ob ich es vielleicht online bestelle. Ich gucke da nochmal. Genau, aber die Jeanshose habe ich mir gekauft. Die habe ich jetzt in 40, werde ich die behalten. Ich habe auch nochmal 38 mitgenommen, aber die fällt doch relativ eng oben aus. Genau, und ich war gestern mit meiner Mutter in Würzburg shoppen. Die Ausbeute möchte ich euch auch in einem Extra-Video zeigen. Da ist zum Beispiel dieses Oberteil jetzt her und die Hose. Genau, also wirklich schöne Sachen. Und ich habe so, ja, mehr so in Outfits gekauft. Aber das, wie gesagt, dann in einem Extra-Video. Ich frühstücke gerade Käselaugenstange. Ja. Und der Kleine, wie gesagt, schläft schon. Der hat heute Nacht unfassbar schlecht geschlafen. Also gefühlt für mich war er die ganze Nacht irgendwie unruhig und hat immer nur mal 5 Minuten geschlafen, war wieder wach, 5 Minuten geschlafen, war wieder wach. Also so kam es mir irgendwie vor. Ja, genau. Mein Video habe ich gestern hochgeladen. Ach, das ist so eine Mini-Kamera, ne? Aber dieses Arme hochheben geht voll in die Arme. Genau. Ich habe gestern mein Video hochgeladen, meinen ersten Vlog nach der längeren Pause. Und doch, er kam ganz gut an. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch den gerne oben. Da habe ich mal wieder einen Wocheneinkauf mit euch zusammen gemacht und habe euch ein bisschen was über den Kleinen erzählt. Genau, ja, einfach so allgemein halt ein paar Sachen. Genau, es gab auf jeden Fall schon 13 Daumen hoch, das fand ich auf jeden Fall super. Und schon fleißig Kommentare, die ich jetzt auch noch beantworten werde. Wie zum Beispiel von der lieben Steffi Lieb Beauty. Die hat zum Beispiel geschrieben, dass ich mir mal ein Karottenöl im DM kaufen sollte, dass es sehr gut gegen Pickel hilft und irgendwie eine frische Farbe macht, aber halt nicht orange. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant, weil wie gesagt, mein Gesicht und mein Hals ja weißer ist als mein Körper. Und bei Amazon hat sie mir auch ein Dickinson's Witch Hazel Toner empfohlen. Mal gucken. Weil ich habe ja auch sehr trockene Haut. Da weiß ich nicht, ob das dann immer so mit so vielen Anti-Pickel-Sachen funktioniert. Dann hat die Tanja geschrieben, oh mein Gott, die Hasen sind cute. Wir haben auch zwei. Ganz liebe Grüße zurück. Die Ella Maus hat geschrieben, hast du nochmal die Haare gefärbt seit dem Besuch vom Friseur? Nein, habe ich nicht. Das wäscht sich jetzt halt, wie gesagt, langsam raus und wird jetzt schon heller. Ich merke auch, dass das Rötliche wieder so ein bisschen durchkommt. Und langsam sieht man auch meinen Ansatz wieder. Und die Caro hat geschrieben, dass The Ordinary Salicylsäure oder von Paulus Joyce das bedarf Auseinandersetzung mit Inhaltsstoffen, gibt viele tolle Seiten. Bei unreiner Haut ist Feuchtigkeit das A und O. Ja, genau. Also da gucke ich gerne mal und probiere mal was aus. Also danke, wie gesagt, für eure lieben Kommentare. Und dann werde ich jetzt mal gucken, dass ich mich ein bisschen zurecht mache, obwohl ich weiß nicht, ob ich das H&M-Video heute drehe, weil es soll heute noch super, super heiß werden. Und da schminke ich mich sowas von ungerne, weil da läuft einem so oder so nur das Make-up vom Gesicht. Deswegen denke ich, werde ich das eher morgen filmen, weil morgen soll es schon wieder abkühlen. Und ich glaube, da ist es einfach besser für mich und das zu filmen und so. Und ja, deswegen denke ich, werde ich das eher morgen machen. Der Vlog, wie gesagt, kam ja erst gestern online. Das heißt, bis Sonntag kommt dann ja so oder so erstmal kein Video. Ich werde dann auch morgen oder übermorgen, keine Ahnung, wann ich es schaffe, auch noch ein Aufgebraucht-Video drehen. Genau, und jetzt esse ich ja auf jeden Fall erstmal meine Käselaugenstange fertig. Und ja, dann schauen wir einfach mal.
Guten Morgen, meine Süßen. Wir haben es bereits schon wieder Montag. Ich bin mal wieder überhaupt nicht dazu gekommen, überhaupt weiter zu filmen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich gar nicht weiß, was ich am Anfang dieses Videos überhaupt geredet habe. Auf jeden Fall bin ich zu nichts mehr gekommen. Ich musste so unfassbar viel Wäsche waschen und aufräumen. Und die Hochzeitsplanung ist ja auch voll im Gange. Also wir haben jetzt schon eine Fotografin, wir haben schon die Feier-Location, so gesagt, haben wir schon. Mein Brautkleid habe ich schon. Jetzt muss ich mich noch um Brautstrauß, um die Torte muss ich mich noch kümmern und um noch so viele Dinge, Stuhlhussen oder wie die heißen. Genau, also um das ganze Dekokram, da muss ich mich alles noch drum kümmern. Im Hintergrund lade ich gerade mein Aufgebraucht-Video hoch, das habe ich heute abgedreht und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das wie gesagt hier oben, könnt ihr gerne draufklicken, da habe ich euch meine Lieblinge gezeigt und Dinge, die ich nicht so gut fand, die ich nicht nachkaufen würde, wie immer halt. Und ja, heute steht an, dass ich später nochmal einkaufen gehen muss. Ich wollte noch in DM, weil ich habe euch ja die Kommentare vorgelesen, das weiß ich auf jeden Fall noch. Und da wollte ich das Karottenöl auf jeden Fall ausprobieren. Da muss ich, wie gesagt, noch weiterhin aufräumen. Ich muss unseren Kühlschrank komplett mal ausmisten und durchwischen mal wieder. Das mache ich regelmäßig und heute ist es mal wieder soweit. Genau, und wie gesagt, ich komme irgendwie nicht mehr zum Drehen. Das muss ich alles wieder ein bisschen einspielen. Nach 2 Wochen Pause ist das doch gar nicht so ohne, dass man da erstmal wieder reinkommen muss. Genau. Und wie gesagt, in DM nehme ich euch später auf jeden Fall noch mit. Genau, Kühlschrank aufräumen und so werde ich jetzt nicht machen. Ja, und dann sehen wir einfach mal. Hallo meine Süßen. Es läuft gerade aktuell ein Vlog. Ich drehe auch hier gerade unten mit der Kamera mit. Und zwar werde ich später mit euch zusammen in den DM gehen. Wir hatten nämlich eine Zuschauerin empfohlen, Karottenöl mal auszuprobieren. Das werde ich mir besorgen. Und ich dachte mir, vielleicht könnt ihr mir gerade eure liebsten Produkte hier bei Instagram schreiben. Dann mal gucken, ob ich was davon mitnehme. Egal, ob das jetzt Duschgel oder dekorative Kosmetik ist. Das ist eure Sache. Da könnt ihr, wie gesagt, gerne euren Liebling zurzeit reinschreiben. Und dann schauen wir uns das später mal an. Und dann entscheide ich mal, was ich so mitnehme. Genau, da freue ich mich auf jeden Fall. Super, ich habe gerade festgestellt, dass mein Handy-Mikrofon kaputt ist. Also egal auf welcher Seite. Am Anfang hat es erst nicht bei der normalen Kamera der Ton funktioniert, also das Mikrofon zum Aufnehmen. Und jetzt ist es auch bei der Frontkamera so. Das heißt, ich kann überhaupt nichts mehr bei Instagram posten was, oder euch irgendwas fragen, was mit Ton zu tun hat. Und ich darf mir erst Ende August wieder ein neues Handy aussuchen. Ja, das ist natürlich jetzt richtig kacke und für mich natürlich total blöd. Aber da kann ich jetzt wirklich nichts anderes machen. Und ja, ist jetzt halt wirklich doof. Guten Morgen, meine Süßen. Wir haben es jetzt schon wieder Dienstag und ich habe gestern nichts mehr gefilmt, weil es dann doch zu spät geworden ist und ich so gesagt, dann einfach, da flitzt der Kleine, ich dann so gesagt mit meinem Freund noch schnell ein bisschen was einkaufen gefahren bin, weil wir nichts mehr zu trinken da hatten und wir haben uns schnell noch was, ein paar Sachen zu essen besorgt und deswegen habe ich dann einfach nicht mehr gefilmt und ihr habt es ja mitgekriegt mit Instagram, dass mein Handy-Mikrofon kaputt ist. Und dass ich euch deswegen nicht fragen konnte, was ich denn im DM kaufen soll. Deswegen werden wir heute in den DM fahren. Ich habe euch auch schon auf Instagram gefragt, aber ich glaube nicht, dass so schnell Leute antworten werden, bis ich so gesagt in den DM fahre. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil ich natürlich gerne eure Lieblingsprodukte erfahren würde und sie mir gerne mal anschauen würde, ob das halt auch was für mich ist. Aber naja, ich habe gerade den Anfang schon gedreht. Ich weiß nicht, ob ihr das hinten im Laptop sehen könnt. Aber das ist echt Wahnsinn. Wenn man so wenig schläft als Mutter, man hat irgendwann echt kein Gehirn mehr. Ich habe wirklich vergessen, Mascara aufzutragen, meine Augenbrauen zu machen. Und gerade als ich die Aufnahme fertig hatte und auf den Laptop gezogen habe, denke ich mir so, hey, ich sehe voll komisch aus. Ja, ohne Mascara sieht man schon komisch aus auf jeden Fall. Deswegen musste ich das jetzt gerade nochmal neu drehen.
Heute hat der Kleine nämlich ein bisschen besser geschlafen. Ich habe euch ja vor ein paar Tagen oder am Anfang des Vlogs schon erzählt, dass er so schlecht geschlafen hat und so unruhig ist. Das ist immer noch so. Also wenn ich ihn bei uns ins Bett dann hole, weil er in seinem eigenen Bett nicht mehr schlafen will, schläft er total schlecht in unserem Bett. Also ich weiß nicht, an was es liegt. Ob es daran liegt, dass wir uns natürlich auch drehen oder, ja, keine Ahnung, ihnen das irgendwie doch ein bisschen zu eng ist oder so. Eigenes Bett wieder reingelegt und es hat geklappt. Und dann konnte ich auch ein paar Stunden mal wieder durchschlafen. Er hat ja immer noch keine Zähne. Es ist also immer noch so. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, wenn der erste Zahn da ist. Aber es ist noch nicht der Fall. Das macht er jetzt übrigens auch die ganze Zeit, diese bra bra bra. Und er tanzt. Ja, wirklich, Leute, er tanzt. Das ist so süß, wenn Musik ist, oder egal welche Musik, das ist echt voll witzig. Dann fängt er halt an und macht immer so und tanzt halt. Das ist so goldig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, auf jeden Fall nehme ich euch dann gleich noch mit in DM, mein Arm fällt halber ab. Das ist, wie gesagt, so eine kleine Kamera vom Armheben. Auf jeden Fall nehme ich euch dann mit in den DM, genau. Und dann werde ich den Vlog wahrscheinlich auch schon beenden, weil die Hochzeitsplanung, da werde ich jetzt das wahrscheinlich mehr in dem nächsten Vlog anschneiden, was da denn jetzt so alles noch zu tun ist und so. Genau, und dann, wie gesagt, sehen wir uns später, denke ich mal, echt zusammen im DM. Ich fand übrigens schon in der Werbung im Fernsehen sahen die ultra trocken aus, deswegen würde ich mir die niemals kaufen. So, ich bin jetzt im DM angekommen und ich habe jetzt schon mal einen Müllbeutel und so Heidelbeer-Reiswaffeln für den Kleinen und werde jetzt noch das Karottenöl suchen. Wie ich schon gesagt habe, hat keiner auf dem Instagram-Post geantwortet, das, außer meine Freundin Vanessa, danke. Aber die beiden Sachen, die sie mir empfohlen hat, habe ich eben schon. Und jetzt suche ich noch schnell das Karottenöl. Und mehr brauche ich dann eigentlich auch gar nicht. Wie gesagt, ich hätte euch gerne eure Lieblingsprodukte mir angeschaut, weil mich das sehr interessiert hätte. Aber wenn nicht, mache ich das das nächste Mal. Und ich probiere jetzt auch mal dieses Blendermet aus. Ich hoffe, mir tun da meine Zähne nicht weh. Das da mit dem Zahnschmelzschutz, das denke ich, ist nicht so aggressiv. So, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das vom Licht her so geht. Ich habe es auch schnell einen Zopf noch gemacht und wir sind jetzt zu Hause. Es ist schon 5 Uhr. Ich war, wie gesagt, mit euch noch zusammen im DM. Da habe ich ja, wie gesagt, das Karottenöl gekauft und auch noch von Blendermet das 3D White Zahnschmelzschutz, weil ich ja meine Zähne immer nicht aufhellen kann, weil mir dann immer die Zähne so wehtun. Mal gucken, ob das mit der dann auch so ist. Ja, dann war ich, wie gesagt, kurz noch bei meiner Schwester. Das heißt kurz, schon ein bisschen länger. Auf jeden Fall hat sie mir ein paar Foundations mitgegeben und die werde ich dann testen. Da werde ich ein extra Video zu drehen. Es sind ganz viele verschiedene. Von Lottie London habe ich eine, von Love, von Maybelline Dream Satin Matte, von Astor und von P2. Und da, ja, werde ich einfach mal testen, wie die mir so passen. Dann wollte ich noch kurz, bevor ich das Video beende, sagen, dass ich das Gefühl habe, dass er heute Nacht Zähne bekommen wird. Also, dass der erste Zahn kommen wird. Ich habe es irgendwie so im Gefühl. Mal gucken, ob ich mich irre oder ob ich recht habe. Ich würde euch jetzt irgendwie abstimmen lassen auf Instagram, aber mein Handyton funktioniert ja nicht. Das ärgert mich total, aber naja, kann ich jetzt nichts machen. Also ich schätze mal, dass es so sein wird. Ja, und dann gucken wir einfach mal, dann melde ich mich im nächsten Blog, ob ich jetzt recht hatte oder nicht. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video.